Und ihr Thema ist, wie man Städte sauberer machen kann. Deshalb bitte ich jetzt auf die Bühne die Gruppe Mülli 3000 und Danny, Finn, Georg, Henrik, Jonas, Max, Ursula, Sophia und Till. Hallo, ich heiße Ursula und er ist Jonas. Herzlich willkommen zu unserer Präsentation Mülli 3000. Zuerst, wir fangen ein bisschen, warte bitte. Okay. Zuerst, wir fangen mit Obersicht, Nutzen, Müll erkennen und Fahrzeug. Für was hilft unser Roboter? Kannst du Jonas beantworten? Also unser Roboter sollte einmal helfen, quasi den Müll, der schon existiert, quasi aufzusammeln. Weil wenn wir den alles selbst aufsammeln müssten, müsste man ziemlich lange sammeln. Und er animiert quasi auch den Müll aufzusammeln in der Freizeit und auch den Müll quasi zu vermeiden. Dankeschön. Und jetzt wir kommen zum Part 1. Kommen bitte alle Softwaregruppe nach vorne. Könnt ihr bitte etwas erzählen? Was haben damit gemacht? Was ist? Was funktioniert? Wie funktioniert es? Ja, also wir sind eigentlich nicht so richtig ganz eine reine Softwaregruppe. Also wir hatten quasi zwei Gruppenteile. Wir haben uns hier mit dem Teil beschäftigt, zum Raspi. Und der war quasi dafür da, zu erkennen, wo Müll ist, damit hier der Teil des Ganzen dann dahin fahren kann und um den Müll einzusammeln. Können wir den vielleicht hier hinstellen oder so? Wir hatten zwei verschiedene Ansätze, wie wir quasi Müll erkennen wollten. Wir haben damit angefangen, mit einem KI-Modell, was wir aus dem Internet im Internet gefunden haben, Open Source, was quasi darauf trainiert ist, halt Müll zu erkennen. das hat leider nicht so richtig funktioniert und letztendlich hat es ganz viel als Müll erkennen kann, aber den Müll nicht so richtig und so weiter. Und dann sind wir jetzt noch so ein bisschen umgeschwungen und haben quasi uns das ein bisschen einfacher gemacht, indem wir gesagt haben, alles, was rot ist, ist Müll. Und es ist quasi so bisher unser Zwischenergebnis und Zwischenziel. Ja, also wir haben zur Programmierung einen Raspberry Pi benutzt. Da dran ist eine kleine Kamera, die das erkennen kann. Und wir haben so programmiert, dass jeder 10. Pixel die Farbe gelesen wird, weil jeder Pixel wäre ein bisschen aufwendig und würde zu viel Rechenleistung verbrauchen. Dann haben wir die ganzen Pixel gezählt, die rot waren und dann am Ende ausgegeben, wenn so viele Pixel rot sind, dass dann ausgegeben wird, dass Müll erkannt wurde. Vielen Dankeschön. Und danach bitte kommen Gruppe... Entschuldigung. Jetzt ist Part B, bitte kommen alle Hardware-Gruppe hier. Fahrzeug. Sophia, kannst du vielleicht mir sagen etwas über das Bild? Wir haben unser Auto, halt die Räder von der Mülli 3000, haben wir so zuerst mit dem Calliope hier, mit dem Calliope Mini gearbeitet. Das ist so ein kleiner Mini-Computer. Hier ist Calliope Mini. Leider ging irgendwas schief mit dem Kabel. Wir könnten es nicht reparieren, deswegen haben wir das jetzt auf dem Arduino Uno, was hier gerade in der Box ist. Wie ihr seht, das sind hier gerade zwei Motoren und zwei Räder, die zu diesen Motoren befestigt sind. Das sind halt die Räder, damit es fährt. Es sind ja nur zwei Räder, damit es halt auch einfacher zu fahren ist.
Weil, und das dritte Rad, das ist diese Kugel, die einfach halt sozusagen der dritte, das dritte Rad ist, ohne halt so Technik. Es fährt einfach hinterher. Ja, und hier ist die Box, wo all diese Technik halt zusammen ist. Wir haben hier diese Foto leider nicht zu sehen, aber hier sieht er diese rote Hand. Das ist sozusagen das Arm, dann das später, das ist nur ein Prototyp, dann das später das Müll aufsammeln kann. Ja, damit das Müll aufsammeln kann. Dankeschön. Jetzt müssen wir das schauen, wie funktioniert das. Und ja, leider. Also die Bilder, die wir sehen, sind einmal hier aus dem Programm Tinkercad, wo wir in dem Editor uns die Teile rausgesucht haben und bearbeitet haben, die wir für unseren Roboter brauchten. Und dann sieht man daneben nochmal ein Bild aus dem 3D-Drucker, der da hinten auch in der Ecke steht, wie die Sachen dann, die gerade gebaut wurden, gedruckt wurden. Und einmal ist vorne der Greifer aus dem 3D-Drucker und die Kugel hinten, die sozusagen hinterher schleift, weil zwei Räder zu betreiben viel zu viel Energie verbrauchen würde. Und deswegen haben wir da noch die Halterung dafür auch noch aus dem 3D-Drucker gemacht. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es noch welche Frage, Feedback oder so? Vielen Dank, liebe Gruppe. Ich weiß nicht, konnte man das auch auf der Aufzeichnung einmal richtig sehen? Die wunderbar. Ihr könnt natürlich auch nachher gerne noch einmal nach vorne kommen und das euch angucken. Ist ja wirklich super lieb, auch super süß einfach aus, dieses kleine Ding. Man hat ja fast Lust, Müll runterzuschmeißen. Und total cool, dass ihr es auch geschafft habt, als so eine große Gruppe zusammenzuarbeiten. Und das kann ja auch nicht einfach gewesen sein. Ich weiß zum Beispiel, Osala, du warst zum ersten Mal jetzt auch dabei, hast dich direkt getraut, hier vorne so eine große Rolle in der Präsentation zu übernehmen. Super cool. Wie war es denn für dich und wie war es direkt, in so eine super große Gruppe zu kommen? Dankeschön erstmal. Und danach, wenn erstmal ich war hier, ich hatte so viel Angst und Stress. Ich dachte, oh mein Gott, how many people is there? Sind die nicht oder nein? Aber jetzt, ja, ich bin hier und alle Leute waren nett zu mir, zu alle. Und wir waren wie eine Familie und es gibt viele Essen und Snacks. Die Essen war so very, very good. Und die haben wir uns viele Geschenke gegeben. Alles war super. Ich dachte das nicht, das ist so, aber alles war super. Dankeschön für das, die für Jugendhackt und weiterzumachen mit Code Welt zu besser machen. Ja, dankeschön. Da habe ich mir die richtige Person rausgesucht. Genau, und wir hatten ganz, ganz viele Jugendliche auch, die dieses Mal auch zum ersten Mal dabei sind, etwas über 50%. Und ich finde es super, dass ihr euch alle getraut habt, hier nach vorne zu kommen, eure Sachen zu präsentieren. Das ist auch nicht so leicht. Ihr seht es aus dem Publikum gar nicht, aber ihr seht ganz schön viele aus. Gar nicht so leicht. Vielen, vielen Dank für euer cooles Projekt. Ich finde es super süß und werde nochmal ein paar Fotos machen. Und beim nächsten Jugendhack lasse ich dann meine NIM2 gleich manchmal fallen und dann wird es aufgesammelt. Vielen Dank.